Das Spiel Tokyo Chronos ist vor einiger Zeit für die Oculus Quest erschienen und ich möchte mir das Spiel heute gemeinsam mit euch anschauen. Auf meinem Channel findet ihr Reviews, Tests und First Impression Videos zu allen Apps und Games auf der Oculus Quest. Also abonniert den Channel, um nichts zu verpassen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Tokyo Chronos. Tokyo Chronos, definitiv eine Anwendung, zu der ich relativ spät komme. Language-Auswahl, das ist nicht unsere Language. Achso, wir haben hier wahrscheinlich nur Japanisch. Es ist so ein Anime-Style-Game, habe ich den Eindruck. Japanisch oder Englisch? Ja, dann doch lieber Englisch. Hier auch noch Text-Speed und alles Mögliche, was man einstellen kann. Ja. Ich starte jetzt einfach mal das Game. Ich glaube nicht, dass wir da einen großen Mehrwert draus ziehen können. Die ganzen Einstellungen, ich sag mal Config haben wir da. Ne, das war das. Hier haben wir noch was. Preferred Hand Left auf jeden Fall. Vertical Fellow. Ja. New Game und New Game. Schauen wir doch einfach mal rein, was dieses Game so zu bieten hat. Ich bin sehr gespannt. Move Stick Scroll, Open Menu. Ja, komm, Learning by Doing. 過去に戻って人生をやり直したい。そうしたら結果は変えられるはずだ。 Okay, es geht um Zeitreisen und Änderungen von Lebensentscheidungen. Okay, und andere denken anscheinend auch noch drüber nach. Okay, es hat hier was mit Zeitreisen zu tun und Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit wahrscheinlich verkackt haben und die wir jetzt wahrscheinlich besser treffen. Oh, das sind wir. Ja, das sieht anime-mäßig aus. Okay. Oh mein Gott, haben wir jemanden umgebracht? Ich glaube, wir haben jemanden umgebracht. Oh, das sieht sehr, sehr schön aus. Wer bist du? Oh. Wer warst du? Nanda. I've never seen this place. Okay, wer redet da mit uns? I trace my memories, but I have no idea what this place is. Also, okay, wir können uns anscheinend nicht an diesen Raum hier erinnern. I try to recall, but pain races through my head. Also wir versuchen uns zu erinnern, aber kriegen Kopfschmerzen. Ja, what the hell? Träume ich hier? I can see someone on my right. It startles me. Ach da. Das bin ich. Kyosuke Sakurai. Okay. I can feel incongruity with my... Keine Ahnung, was das heißt. Dein Terrier... Territorium. Dein Territorium kannst du aussprechen. Mach's auch nicht. Dein Territorium. With myself in the glass. Like it's me, but not me. Ja, wenn man sich mit dem Spiegelbild nicht identifizieren kann, dann ist man. Ja. Schäbig. I just can't accept being me. Is this a feeling of loss, of something lacking? Did I come here without anything on me? Mein Gott, ist das jetzt die ganze Zeit Leserei oder was? But there's nothing in them. I check my jacket pocket to be sure,
The phone I always carried around isn't there. And neither is the student handbook I've always left it in. Was passiert hier bloß? Wow! Sakurai! Huh? He's wearing the same uniform as I am. Also der trägt dasselbe wie wir. Ich habe ihn niemals vorher gesehen. Also kann er nicht in demselben Jahrgang sein wie wir. Wahrscheinlich in der Schule. Ja, vielleicht im ersten oder im dritten, dann sind wir wohl im zweiten Jahr. Wer bist du? Oh, Macho, hi! Dio. I'm Lo, your friend. You don't remember? Also anscheinend ein Freund, an den wir uns nicht erinnern. Also im Moment hier auch, ich sag mal... Und wir erinnern uns schon wieder an die also die Szene, die wir gerade eingangs gesehen haben. Auf dem Schuldach war das offensichtlich, wo das Mädchen gesprungen ist. Und was passiert jetzt? Ich muss ihn retten. Lo, warte. Oh, er hat sich runtergestürzt. Er ist gefallen. Ich atme mal tief durch. Und unten ist keiner. Anscheinend. Wo ist er denn jetzt? Okay, er sagt, er ist jetzt nicht tot, er ist irgendwie wahrscheinlich auf dem Zwischengeschoss gelandet und er sieht uns wieder. Ich will jetzt aber mal ein bisschen Gameplay, oder ist das hier die ganze Zeit lesen? Jetzt sind wir hier in so einer Seitenstraße, wir können wieder... Okay, ich klick's mal durch, ich will jetzt hier irgendwie... Ich will euch auch mal irgendwie was vom Game zeigen. Die Story interessiert mich gerade gar nicht so. Wenn ihr jetzt natürlich welche seid, die gerne Japanisch hören und Englisch lesen, dann ist das Spiel im Moment was für euch. Ansonsten frage ich mich gerade, was das soll. Die Oculus Quest macht hier echt, also macht gar keinen Sinn. Das könnt ihr auch auf einer Go zocken. Und der Preis, der scheint gerade relativ hoch. Ich habe auch noch nicht die Möglichkeit gehabt, es wurde ja gesagt, man muss einige Entscheidungen anders treffen, dass man hier überhaupt Entscheidungen treffen kann. Ich klicke mich jetzt mal schnell durch. Da sind wir weiter und jetzt seht ihr auch hier die Grafik. Ja, das ist nix. Das ist nix. Da kann die Quest wohl deutlich, deutlich mehr. Nicht sonderlich viel Mühe gegeben. Ja, ich... Stehst hier gerade alleine mitten auf der Kreuzung und rede wohl mit mir. Ach da, mein Gott. Was war das? Kiosk. Was war das jetzt? I was so, so scared. Ja. Oh ja, ich war auch scared. Komm. Ja. Ach, was denn? Ich kann nicht mal näher gehen. Die verschiebt sich relativ zu mir, ey. Oh, du hast so schöne grüne Augen. Und ein Herzchen da, wo ich nicht drauf zeigen kann. Ja, kommt jetzt, läuft jetzt hier was? Oder? Oh. Ja, komische Beine, die Frau. Ich krieg die Story weiter. Sorry, Leute. Ich möchte jetzt euch zumindest zeigen, ob da noch irgendwie was Spieltechnisches kommt oder ob es nur Leserei ist.
Also es ist wirklich nur irgendwie eine Geschichte, wo ihr beistehen könnt. Also dieses, ich habe die Möglichkeit, meine Vergangenheit zu verändern. Also null, null. Ihr könnt euch nur weiterklicken. Und jetzt ist da schon wieder eine. Sag mal, also, was sind das für Haarfarben? Konnichiwa. Was hat die da? Soll das ein Pokémon sein? Die haben nicht mal einen fließenden Übergang zwischen den verschiedenen Gestiken, sondern da ist dann immer, sondern die werden so neu geladen. Das ist also wirklich von der Produktion her finde ich das hier gerade echt überhaupt nicht toll. Und wenn ich dann noch den Preis betrachte, ah, Leute, ich glaube, das kann ich hier wirklich nur eingefleischten Anime-Fans empfehlen. Wenn ihr natürlich sagt hier, das ist voll euer Ding und ihr wollt das zocken, dann ja, dann los. 40 Euro. Viel Spaß. Aber also für mich ist das hier gerade, wie hat es mal jemand unter mein Video geschrieben, absoluter Kernschrott und schlecht angepasst, scheiß Grafik. Man kann in dem Spiel gar nichts machen außer lesen. Da kann man sich ja auch ein Buch nehmen. Ich meine, ich trigger die ganze Zeit nur die Textbeiträge durch. Also wenn ich mir vorstelle, diesen Text alles lesen, Japanisch hören und Englisch lesen, ne? Sonst bin ich ja schon froh, wenn das Spiel auf Englisch ist, was ich halbwegs verstehe, und die Untertitel auf Deutsch sind, das nervt mich schon. Aber das ist hier gerade kolossal. Kommen jetzt noch mehr dazu, da hinten kommt schon wieder einer. Ich würde sagen, wir genießen jetzt mal einfach diesen herrlichen Moment. Was denn? Mal die Bäume. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinnig scheiße. Was ein Scheiß. Ich mache den Channel ja echt gerne, ne? Aber bei so welchen Spielen, da traue ich echt der Zeit und dem Geld hinterher. Hab den Entwickler angeschrieben, kriegst nicht mal einen Key für. Weil die ganzen, also egal. Soll ich mal jetzt nochmal hier Speed durchklicken? Ey, so Ladebildschirme. Und man taucht am Ende an demselben Ort auf. Unfassbar. Wie lange spielen wir das jetzt schon? Ey, schon eine Viertelstunde, 20 Minuten? Nichts passiert. Moskwa? Also ein Junge ist vermisst in Russland 1988 in Moskau, bla. Und dann sind wir schon wieder da. Sind wir überhaupt? Ich gib's auf. Da kommt nichts mehr. Und wenn da doch was kommt, dann schreibt's mir doch mal bitte in die Kommentare. Also eine App, von der ich euch definitiv abrate, so wenig für so viel Geld, da kann man sich wirklich ein Buch nehmen. Ihr könnt in dieser App nichts machen. Ich weiß nicht, warum wir Finger haben. Wir triggern immer nur den bescheuerten Text weiter. Und was interessiert es einen? Verdammt! Also, für eingefleischte Anime-Fans, die einfach mal eine Story erleben wollen, wo die sich umgucken können und schlechte Grafik sehen wollen, definitiv eine Empfehlung. Für den Rest der Leute, die ihr Geld nicht einfach mit einer Schubkarre aus dem Fenster hinaus schütten wollen, ein klares: Behaltet euer Geld lieber. Und für 40 Euro könnt ihr euch sehr, sehr viele schöne andere Anwendungen auf der Oculus Quest kaufen. Was das hier soll, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn es vielleicht ein Ticken ehrlich war, dann lasst doch ein Däumchen oben da und ich würde mich natürlich immer darüber freuen. Und das hilft dem Channel auch enorm, wenn ihr einfach mal in die Kommentare schreibt, wie euch denn
dieses Game gefällt und welchen Eindruck ihr hiervon habt. Natürlich könnt ihr mir auch alles andere in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da sehr drüber. Macht's gut und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao, Leute.